Ja, hallo Leute, herzlich willkommen bei einem weiteren Unboxing Silent Mike Unboxed. Ja, ich habe bestellt bei Gnome Shop Surprise Boxen und ihr seht hier schon, wo man das herkriegt und wo man die Jungs und Mädels kontaktieren kann und man sieht sogar, wer mein Päckchen gemacht hat. Wunderbar. Wir fangen an mit der Comic Surprise Box. Das ist im Prinzip so, dass man die Boxen da bestellen kann und natürlich den Inhalt nicht kennt. Und es gibt eine kleine Box, die kostet 35 Euro und es gibt eine große Box, die kostet 50 Euro. Und ich habe hier die große Box und wir machen sie gleich mal auf und holen uns das erste Teil raus. Was haben wir hier? Was ist das? Das ist auf jeden Fall was von Funko. Weil diese Köpfe sind recht unverwechselbar. Funko Pop, Turnbeutel, ne? Nicht vergessen irgendwo. Ja, cooles Teil. Ich finde die Funko Pop Figuren sowieso total genial. Allein hier der Joker, das ist schon hammergeil. Was haben wir als nächstes? Da ist was ziemlich Großes, das lassen wir erstmal drin. Wir haben das gute alte Verpackungsmaterial, das kommt weg. Verpackungsmaterial, na, ihr sollt doch gar nicht da reingucken. Was holen wir als nächstes raus? Wir holen als nächstes das hier raus, ist auch ziemlich groß. Es handelt sich dabei offensichtlich um Venom. Hammer, ey. Das Teil sieht immer richtig geil aus. Er hat einen Schlitz im Rücken. Entweder hat ihn jemand erstochen oder es handelt sich dabei um eine Sparbüchse. Und ich vermute mal das Letztere. Eine recht große, schwere Venom-Sparbüchse. Cool. Ich muss dazu sagen, die Unboxings sind jetzt nicht ganz so hundertprozentig frisch. Ich habe gestern schon mal aufgenommen und habe da totale Probleme gehabt. Und am Ende war alles gelöscht. Und deswegen mache ich es jetzt nochmal neu. Nichtsdestotrotz zeige ich euch die Sachen trotzdem gern. Und irgendwie ist es ja auch eine Überraschung für alle, die sich das angucken. Also von daher, Surprise, haha. Batman, Funko Pop, fehlt mir noch in meiner Sammlung. Hammer cool. Funko Pop Figuren ist momentan so der Hot Shit. Das Coolste, was man haben kann. Ich sammle die jetzt inzwischen auch und gebe da ein Schweinegeld für aus. Naja. So, oh, was haben wir hier schon? Das ist, glaube ich, schon in dieser Box das letzte Stück. Iron Man. Headknocker. Aha, so. Avengers. Jo, das ist ein Iron Man, ne? Was haben wir hier noch so auf der Seite? Da haben wir noch mal so ein paar Avengers. Frauenquote gibt es hier nicht. Da haben sie die Widow einfach mal komplett weggelassen. Und Hawkeye scheinbar auch. Ja, das Ding ist nicht ganz so leicht und ich weiß, dass sich das Ding total schwer auspacken lassen wird. Deswegen mache ich an dieser Stelle einen kurzen Schnitt und zeige euch gleich einfach nur die Figur, die drin war. Ha, da sind wir auch schon wieder. Der war da drin. Der Headknocker, der wackelt gewaltig mit dem Kopf. Irgendwie sitzt der Kopf auch ziemlich hoch im Vergleich zum Rest. So aus dem Winkel geht's. Ne? Aber ansonsten sieht's halt ein bisschen komisch aus. Ja, das Ding ist echt schwer und sieht verdammt cool aus. Guckt ihn euch an. Na, je mehr ich zitter, desto besser sieht's aus. Iron Man. Ja. Cooles Ding, mehr ist in dieser Box nicht drin, aber das ist auf jeden Fall extremst hochwertig. Das war die 50 Euro Comic Box und wenn man sich das mal zusammenrechnet, glaube ich durchaus, dass das seinen Wert hat, ja. Also da wird man nicht übers Ohr gehauen. Gut, dann war es das schon für dieses Video, aber ich habe ja noch zwei weitere Boxen. Deswegen schaut auch gern in diese Videos rein. Geht los!